Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Patienten, und willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Ja, ich nehme im Moment ziemlich viel von Grandia auf, einfach weil ich, weil das Spiel gerade extrem, naja, story-driven ist und ich möchte einfach jetzt sehen, wie es weitergeht. Und ich finde das Spiel gerade recht spannend. Da ging es auch nach oben. Ne, da ging es nicht von wegen nach oben. Oh nein. Nicht die. Was dachtest du, könntest du hier tun, Justin? Also, Schatz, nach meinen Berechnungen ist er hier, um diesem armen ikarischen Mädchen zu helfen. Oh Gott, er hat keine Ahnung. Danke für den Geisterstein. Wir haben ihn beim Turm der Verdammung vergessen. Damals hattet ihr Glück, aber jetzt gebt ihr ihn uns, wenn ihr vernünftig seid. Glück gehabt? Ja, stimmt. Wir haben euch verprügelt und sind weg. Ganz ruhig, Affengesicht. Wir werden uns schon noch rächen. Genau, denn jetzt werden wir sie erneut verprügeln. Wahaha. Ich würde sagen, Justin fängt einfach mal an mit Baboom. Giant Blast. Genau. Sehen wir ja gleich, wie viel Schaden das macht. Okay, die halten scheinbar wirklich einiges aus. Das heißt, man sollte sie eher einer nach dem anderen abhaken. Machen wir mal Scheiben. Wie heißt das? Da steht nur Scheiben. Scheibenschneider. Auf Neo. Und Guido macht Mogei-Bombe, um die aufzuhalten. Ich weiß nicht wenig. Ich glaube, Mio sollte ich als erstes loswerden. Und jetzt? Es werden auch alle getroffen. Nice. Die haben bis jetzt noch gar nichts gemacht. So, Justin, du machst jetzt mal deinen Drachenschlag. Drachenspalter. Okay, er heißt Drachenspalte. Ich glaube, der macht aber gar nicht so viel Schaden. Vielleicht sollte ich lieber den... Ja, der macht gar nicht so viel Schaden. Ich sollte vielleicht doch lieber den Torschlag benutzen. Mach mal Mogri-Nadel und füll Justin seine Spezialpunkte wieder auf. A one, a two! Rab macht nochmal Scheibenschneider, oder? Dahin. Auf Mio. Here we go! The Trinity Attack! Haha! Let me show you my splendid moves. According to my calculations, this one will get him. Here goes! Yes! Yeah! Okay, die machen so eine Dreier-Spezialattacke auf alle. Was? A force spell would be best. Okay. Super great magic spells. Was war das denn gerade für eine Aussage? Super great magic spells. Nee. Sorry, aber das ist verglichen. Nur mal so verglichen. Mach mal alle heilen, drei. Verglichen mit dem, was wir da von dem Ruinenwächter ertragen mussten, ist das einfach mal nichts. Der kann ja sonst nichts. Dann halt mal hier die komische, ich glaube Nana ist das, ne? Ich glaube, das ist Nana. Jetzt sehen wir auch mal alle heilen. Drei. Und jetzt müssen wir alle auch wieder volle Leben haben.
So, Rab kann jetzt, mach mal Bumpau. Ich glaube, gegen Stram sind die immun. Stram, ne, nicht meine ich Stram, sondern Schwerkraft. Die Attacke habt ihr auch noch nicht gesehen, aber Schwerkraft ist echt heftig. Die schränkt die komplett ein. So, ich guck gerade mal, wer hat denn am wenigsten Leben bis jetzt? Tatsächlich sie. Dann mach mal auf sie. Nein, hier, bleib schon hier bei deinen Torhi. Machen die gleich wieder ihre Dreierattacke? Die können ihre Dreierattacke ja auch gar nicht mehr machen, wenn eine von denen fehlt. Schnelldenker. Erhöht die jetzt ihre Klugheit? Auch wenn das... Das ist eigentlich die, die am wenigsten klug rüberkommt. Aber egal. Mach mal einen kritischen Angriff auf Mio. Die ist sogar aufgehalten worden. Du kannst ja nochmal Bumpau machen. Und Justin, kriegst du nochmal einen Torschlag hin? Kriegst du. Dann bitte auf... Auch auf... Das ist Mio, ne? Ja, Mio. Ich will die nämlich als erstes loswerden jetzt. Die ist schon besiegt, oder was? Das ist so lächerlich. Im Vergleich... Im Vergleich zu diesem Ruinenwächter ist das gerade so einfach. Das... Der Ruinenwächter war einfach nur OP. Das kann ja nicht angehen. Kannst du hier noch deinen... Nein, W-Schlag kannst du nicht mehr machen. Wer hat als nächstes am wenigsten Leben? Sie. Dann muss sie jetzt... Als nächstes leiden. Wollten die sich nicht an uns rächen? Und das, obwohl wir nur zu dritt sind und einer davon kann nicht mal Magie. You little twit, die! Bams. Das hat richtig viel wenig Schaden gemacht. Du kannst... Nein, du wartest, bis du wieder was anderes machen kannst. Du... Ja, mach einen normalen Angriff. Wir haben ja Zeit. Dann kannst du auch ruhig dreimal angreifen. Du kannst Feuerball machen. Ich glaube, die werden eh beide getroffen. Zack. Ja, es... Justin... Macht. Mach mal. Diamantenstaub, Bumpau. Mach du mal Bumpau, ja. Das trifft wieder alle. Ansonsten muss er gleich auch normal mit angreifen und so. Was? Das hat die sogar abbrechen lassen? Mach nochmal, Bumpau. Das wirkt wie ein kritischer Treffer? Das wirft die wirklich zurück? Obwohl, ich glaube, bei Grandia 2 war Explosionsmagie auch so, dass sie auf der Liste unten zurückgeworfen hat. Hey, no, I can't pee. Die hat schon wieder gesagt, dass sie nicht pinkeln kann. Ich glaube, ab jetzt... Brauche ich einfach nur noch draufhauen. Du machst noch einen kritischen Angriff, um sie zurückzuwerfen. Du kannst auch noch... Mach einfach auch noch mal so einen kritischen Angriff. Abbrechen. Die hat einfach überhaupt keine Chance mehr. Guido greift auch nochmal normal an. Das hält so übelst auf.
Du kannst nochmal versuchen, sie zurückzuwerfen dann. Die hat sowas von keine Chance alleine. Also, jetzt mal ehrlich. Ihr habt gesehen, wie ich die jetzt gerade platt gemacht habe. Im Gegensatz zu diesem Ruinenwächter ist das überhaupt nichts. Die sind scheiße lahmarschig gewesen im Vergleich zum Ruinenwächter. Denn der Ruinenwächter, der war ständig. Der hat in der Zeit, wo ich dran war, einmal 3 Attacken ausgeführt. Das war das Problem beim Ruinenwächter. Die hier waren jetzt ein Witz. Das war echt ein Witz. Ganz einfach, aber ganz schön schwer für Mädchen. Okay, wo ist Fena? Bring uns zu diesem alten Buzzard. Ist das gerade zensiert, soll das Bastard heißen? Ball. Du denkst, du hast uns geschlagen? Das ist lustig, stimmt, Saki? Stimmt's? Oh, ja, stimmt. Wir haben dich gewinnen lassen, oder, Mio? Haben wir? Oh, ja, haben wir. Es war alles Teil unseres Plans. Es war alles von Anfang an geplant, um Zeit zu gewinnen. Ihr Jungs seid drauf reingefallen. Nach meinen Berechnungen ist die Grandeur nun fast an ihrem Bestimmungspunkt, J-Basis, angelangt. Ja, und dann werden wir alle unsere Soldaten holen und euch alle verprügeln. Wir werden dich besiegen, Justin, und auch Affen- und Hasengesicht. Die rennen jetzt einfach nur beleidigt weg. Da gehen sie davon, was nun, Jess? Wir müssen das Schiff stoppen. Es wird viel Wirbel geben, wenn die Spinner recht haben und wir die Basis erreichen. Mal sehen. Mach's kaputt. Ach Mist, ich weiß nicht, was ich tun soll. Mach's einfach kaputt. Warum hast du nichts gesagt? Hier, lass mich. Nur was drücken. Untergang bestätigt. Letzter Befehl wird ausgeführt. Ups. Naja. Kaputt. Du hast das Schiff geschrottet. Das hast du gut gemacht. Rapino, du hast das Schiff zerstört. Letzter Befehl, kapiert? Ja, richtig, das stimmt. Ich hatte es sowieso verramscht. Egal, kommt. Wir müssen weitergehen und Fena finden, okay? Jetzt haben wir noch weniger Zeit. Ja, hier nehme ich gerade das Geld noch mit, aber dann gehe ich erstmal zurück, heile mich und speichere nochmal. Dass wir diesen, in Anführungszeichen, Bossgegner besiegt haben. Also wenn die Bossgegner jetzt wieder so in der Schwierigkeit sind, habe ich nichts dagegen. Aber der Ruinenwächter, der war echt Krebs. Das war richtig Krebs. Dann können wir ja jetzt einfach in die Richtung hier scheinbar weiter, oder? Da geht's runter. Achso, das ist ein Ausgang, okay. Wir wollen ja nicht raus aus dem Schiff, wir wollen ja schon drinnen bleiben. Hier geht's weiter. Baals Räume können wir jetzt... Da müsste Fena drin sein. Okay, das bisschen Geld ist mir jetzt nicht so... Durchgang? Durchgang? Hier kommen wir wieder woanders hin. Okay, es brennt. Ups, das war nicht so gut. Gehen wir jetzt in Baals Räume rein. Und holen Fena daraus, da liegt Geld. Wenn das hier so direkt daneben liegt, dann ist es mir nicht egal, aber... Hallo, General Baal! Hier ist gar keiner. Hier ist gar keiner. Er hat Fena einfach mitgenommen. Das wollte ich gar nicht. Habe ich mich überhaupt jetzt voll geheilt? Ja. Sieht gut aus. Okay, in Baals Räume brauchen wir nicht wieder reingehen. Wissen wir jetzt, da ist nichts drin. Dann gehen wir einfach hier über diesen brennenden Flur.
Das ist schön. Und auch gar nicht gefährlich. Wisst ihr, ich glaube, das Schiff in einem schlechten Zustand ist. Okay. Hat er das gerade gesagt? Oh! Rab Guido! Vergiss uns, Justin! Aber sei ruhig jetzt! Und jetzt bin ich wieder alleine. Und die Texte sind schon wieder viel zu schnell. Die Grandeur-Durchgang. Jo, ich kann ja auch nichts anderes mehr machen. Ist da ein Feuerlöscher? Habe ich da gerade einen Feuerlöscher gesagt? Hallo? Geheimer Durchgang? Wo, wie komme ich denn da jetzt rein? Ach, da. Schön, wenn man die Kamera nicht drehen kann, ne? Und nicht sieht, wo man hinläuft. Jetzt kann ich die Kamera wieder drehen. Hier geht's runter. Und da rein. Fena, bist du irgendwo hier? Kontrollraum. Ist abgeschlossen? Nee, ich dachte schon. Da ist Baal und Fena. Just a boy. Justin, stay away! So, the legend that the Spirit Stone's light and the Ikarian wings call to each other is not exactly a lie. I'll give the girl back to you, my little Justin. However, only in exchange for the Spirit Stone. He's lying, Justin. Don't believe him. If you give him the Spirit Stone, he'll just kill you. Please, run away. My ship is about to sink. It's your choice. Which is really important. Okay. I'll trade. Release Fena, quickly. You are a wise young man. The great mysteries of Angelo are beyond your powers. Come, give me the Spirit Stone. Finally, I have the absolute power of Angelo in my very own hands. Die, you worms. Together with this burning ship. Warum du? Ich erwische dich irgendwie. Jetzt ist er schon weg. Ist er hier lang gelaufen? Wo ist er denn lang gelaufen? Kann ja nur hier lang sein. Okay. Wir können hier nochmal speichern. So. Dann können wir hier im Koffer Sachen verstauen. Was uns nichts bringt, weil wir wieder nur Justin haben. Tja, wir müssen jetzt wohl hier lang. Hallo? Wo? Ah, wir können auch hier jetzt die Kamera drehen. Das ist schön. Ich weiß nicht, wie dieser Durchgang so geheim sein kann. Mist! Ist das eine Sackgasse? Warte, sieht aus, als ob da eine Stelle ist, wo ich hoch kann. Jo, da kannst du klettern.
du meinst das hier. Ach, das ist ein Fahrstuhl, okay. Ein Fahrstuhl, weil man sich da wirklich hinsetzen kann und das ein Stuhl ist, der fährt. Aha. Das ist echt ein Stuhl. Ach, das ist... Wartet mal, ist das nicht dieser Raum, den man immer gesehen hat in diesen Zwischensequenzen mit Baal? Und das ist ein komischer Thron? Interessant. Interessant, also hier sind wir jetzt. Ist das hier jetzt schon das Ende des Spiels? Justin! Fena! Du bist ein starker kleiner Wurm, stimmt's? Warum solltest du dein Leben für ein Mädchen riskieren? Nimm deine dreckigen Hände von Fena. Diese Ikarien gehören mir, Junge. Du brauchst ihre Macht nicht. Sie ist keine Ikarierin. Du spinnst. Fena ist Fena. Zum letzten Mal. Lass Fena gehen. Jetzt. Der kleine Wurm brüllt, als ob er sonst wer wäre. Wie du willst. Du solltest stolz darauf sein, von mir getötet zu werden. Ja gut, das sieht jetzt schon nach einem hoffnungslosen Kampf aus. Mach einfach mal den Torschlag, würde ich sagen. Den Torhieb. Ich nenne ihn immer Torschlag. Da steht ja auch Torschlag. Warum steht da dann Torhieb? Okay, er sieht tatsächlich so aus, als könnte man ihn besiegen. Dann nochmal den Torschlag. Torhieb. Hier steht Torhieb und wenn man den benutzt, steht da Torschlag. Soll ich den jetzt tatsächlich besiegen? Bis jetzt konnte er ja noch nicht viel machen. Was ist, wenn ich jetzt einfach auf Verteidigen gehe? Weil er scheint ja was vorzubereiten. Heilen zwar. Er heilt sich. Ist er jetzt wieder komplett voll geheilt? Das wäre echt... Nein, ist er nicht. Das wäre nämlich echt scheiße gewesen, wenn er das gemacht hätte. Keulenstufe aufgestiegen. Machst du eigentlich noch was anderes außer dich zu heilen? Du kannst nicht gegen das Gegenheilen, was ich gegen dich zufüge. Das kriegst du einfach nicht hin. Dann mache ich, würde ich mal sagen, mit GetZap weiter. Was richtig viel Schaden wieder machen dürfte. Hahaha, ich weiß gar nicht, warum du so lachst. Du wirst dir gerade voll fertig gemacht. Du hast bis jetzt noch nichts gemacht, was mir in irgendeiner Weise schaden könnte. Und du bist fast tot. Das ist ein lächerlicher Gegner. Willst du nicht wieder gegenheilen? GetZap. Also so langsam solltest du dir mal überlegen, ob du dich mit dem Richtigen angelegt hast, General Baal. Aber wahrscheinlich ist das gar nicht seine True Form und er muss sich gleich erst noch verwandeln in so ein Mega-Viech oder sowas. Mach mal einen kritischen Angriff auf was immer er jetzt vorhat, kannst ihn ja abbrechen lassen. Ach, das geht nicht. Er verteidigt? Allen Ernstes, der macht Verteidigen? Alter, du fügst den ja mit einem normalen Angriff schon mehr zu, als er heilen kann. Der heilt sich immer um 200 und so ein normaler Angriff von ihm fügt uns ihm ja schon mehr zu als das. Mach nochmal GetZap, dann müsste er jetzt auch endlich mal erledigt sein, oder? Also wenn das jetzt echt der gesamte Bossfight ist, dann ist er schon ein bisschen läppsch, ne? Er ist besiegt. So schwer war der Kampf nicht. Er war sogar noch einfacher als gegen die drei eben.
Was? Das soll's jetzt echt gewesen sein? Los, Fena, komm mit. Fena, geht es dir gut? Lass mich dich losbinden. Justin, ich wusste es. Ich wusste, du würdest kommen, um mich zu retten. Natürlich, ich würde alles für dich tun, Fena. Oh, Justin. Aber warte, was ist mit dem Geisterstein? Du musst ihn zurückholen. Das stimmt. Wenn wir ihn haben, dann verlassen wir dieses Wrack. Nicht so schnell. Lass dich nicht täuschen, Junge. Du musst meine wirkliche Macht spüren. Die Macht von Gaia. What the fuck? Was zum Teufel? Du bist hässlich, Mann. Egal wie lange es dauert, ich zeige dir, wo du hingehörst. Ah! Justin! Nein, nein, Justin! Jetzt weißt du's, kein Mensch kann mich je schlagen, Dummköpfe! Du hässliches Stück. Du wolltest es wirklich so. Dummkopf! Justin! Nein! Sie redet so... Justin! So redet Fena. Justin, nein! Aber ein Ikaria kann ihn schlagen. Justin! Ein Ikaria kann ihn schlagen. Dummes ikarisches Mädchen, stirb lieber. Aber das macht nichts. Endlich habe ich den Geisterstein. Mein Lob gilt Gaia. Erfülle mich mit Macht. Das war's dann wohl mit der Grandeur. Ja, genau. Also, dass Fena schneller fällt als Justin. Mensch, so ein Mist. Ist mein Abenteuer vorbei? Bedeutet, dass Fena schwerer ist als Justin. Justin! Fena, aber warum? Warum bist du mir gefolgt? Warum bist du mir gefolgt, Fena? Jetzt werden wir beide sterben. Wir werden alle verlieren. Endlich. Endlich. Ich lasse dich nicht los, Jazz. Fena? Fena? Dumm. Wenn du solche Angst hattest, ohnmächtig zu werden, warum dann... Fena. Oh Mist. Nein, wir dürfen nicht sterben. Nicht jetzt, nicht so. Also ist Fena wirklich eine Ikarierin und das sind ihre Flügel? Wie lange sollen wir uns dieses Bild jetzt noch angucken? Ach, da kommt der Manta. Rab und Guido kommen, um uns zu retten. Oder einfach nur, um uns rumzufliegen. Macht mal was Nützliches. Fena, geht's ihr gut? Sie schläft jetzt schon 3 Tage. Ihr geht's doch bald wieder gut. Es ist einfach toll, wenn man am Leben ist, nicht? Mach dir nicht so viele Sorgen. Du kriegst ja noch eine Glatze. Alles ist okay. Das Schlachtschiff ist zerstört und dieser Kerl Baal wurde mal kräftig in den A getreten. Also, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Nicht wahr, Jas? Fena, sie wachte auf.
Hä? Das ist toll, Jess. Und du hast dir um Fena Sorgen gemacht. Natürlich macht man sich Sorgen um jemanden, der seit 3 Tagen nicht aufwacht. Sag mal, müsste nicht längst die Sonne aufgegangen sein? Naja, wenigstens konnten wir so Jess und Fena finden. Danke für eure Hilfe, Rab und Guido. Fena, geht's dir wirklich gut? Justin, tut mir leid. Wegen mir hast du deinen Geisterstein. Jetzt hör aber auf, Fena. Du bist viel wertvoller als der Geisterstein. Es hat gut funktioniert, als Baal und der Stein brannten. Brach die ganze Truppe zusammen. Trotzdem, war ich Ikaria. Ikarien ist unwichtig. Fena ist Fena. Verstehst du das nicht? Verstehe ich nicht. Was soll das? Justin, los jetzt nach Alend, ich will es wissen. Alles über die Ikaria und Gaia, dort werden wir bestimmt einiges erfahren. Sie, ich denke, ist eine gute Idee, Avanti. Ich auch, jetzt wo Brahl tot ist, hat mein Vater keinen Feind mehr. Aber es war wirklich ein spektakulärer Tod. Guido, Rab. Bring ihnen die Wissensmedaille und die Weisen von Leine zeigen dir den Weg nach Alend. Das stimmt. Auf nach Leine. Zusammen. Toll, das Abenteuer geht weiter. Guck mal, die haben hier eine Dose Ravioli oder so stehen. Okay. Dann können wir hier ja schon mal speichern. Uns heilen und speichern. Scheinbar hat Guido hier sein Zelt aufgestellt. Aber General Baal ist doch gar nicht tot. Oder? Oder ist General Baal jetzt doch wirklich gestorben? Das wär's ja noch. Wenn wir den jetzt wirklich komplett besiegt hätten. Dann müssten wir wirklich nur noch nach Alend. Und das war alles. Bogen der Grandeur, da hatten wir gespeichert. Das können wir überspeichern. Ich würde aber auch sagen, das war's für diese Folge. Wir hatten wieder sehr viel Story in dieser Folge und wenig Kämpfe, die rauszuschneiden waren. Und deswegen sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei Grandia hier an dieser Stelle wieder. Bis dann, Leute. Ciao.